Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Feurio zusammen und herzlich willkommen in meinem schönen Restaurantladenlokal bei Animal Crossing Happy Happy Home Designer mit Miri. Hallo, ich bin Miri. Nein. Was? Ja, doch. Nein. Bist du. Bin ich nicht? Okay. Doch, ich alles bin gut. Nicht Miri. Ja, doch, bist du wohl. Wir sind fleißig dabei, ein Restaurant einzurichten und bisher gefällt mir das, was ich hier gemacht habe, schon ziemlich gut. Ja. Aber mir fehlen noch ein paar Sachen. Ja. Teppich zum Beispiel, haben die nicht... Na, wobei Teppiche... Getränkespender? Nee, sowas gibt's bei uns nicht. Hier gibt's nicht Selbstbedienung, nee, nee. Nee, nee. Ein Kinderteller, okay. Die haben halt Kinder dabei. Gut, dass so ein Teller einfach den ganzen Platz einnimmt. Warum sollte man auch zu zweit da essen? Nein, was? Zu zweit? Wie zu zweit? Tagesmenü und die da hinten trinken nur einen Kaffee. Wo ist denn dieser blöde Schirmständer, den ich schon im Krankenhaus hatte? Oder Tee. Nein, gar nicht wahr. Die kriegen Kuchen. Ich meine, wir haben ja schließlich hier so einen coolen Kuchen. Da gibt es auch Kuchen. Ein Kupkake. Keine Ahnung, wo der ist, ehrlich. So. Der Schirmständer? Ja. Also da gibt es so eine Suchfunktion. Und da kannst du auch Sachen eingeben, ne? Ja, aber heißt der wirklich Schirmständer? Ich gebe es mal ein. Schirm? Ja, heißt der Schirmständer. Oh. Oh, da habe ich gleich noch was anderes gesehen. Genau. Ah, was machst du da schon wieder, was ich nicht sehen darf? Ah, Bildschirm! Mist. Nein, das war das falsche Möbelstück, was ich. Gerade sagen, lass dich gefälligst drehen, du blödes Ding. Hier im Eingangsbereich muss ich irgendwas, der kann nicht so leer sein, irgendwas, um die Seiten zu begrenzen. Gibt es sowas? Oh, ich sehe nichts. Oh, wie schön, ein Pflanzenraumteiler. Ein was? Ein Pflanzenraumteiler, okay. Ja. Ja. Sowas Cooles jetzt auch gern. Habe ich mit Sicherheit auch, ich will es nur nicht setzen, weil ich bin nicht so komisch. Notausgangsschild, ja, das darf nicht fehlen. Nee. Sowas braucht man in jedem Restaurant. Ja. Direkt über der Tür. So. So, eigentlich muss so ein Haus auch zwei Notausgänge haben, aber ich will jetzt nicht die Scheiben damit zukleistern. Nicht? Nee, lieber nicht. Ich glaube, ich muss den Teppich kleiner machen. Ja, was hast du? Hast du wirklich einen Teppich drin, oder wie? Ja, aber nur im Eingangsbereich. Ich würde ja gerne so eine Werbetafel irgendwo hinmachen, aber ich glaube, die steht halt am Boden und ich würde sie lieber an der Wand haben. Passt irgendwie nicht so richtig. Eigentlich könnte man hier noch voll den coolen Außenbereich mit dem, was man hier hat, so designen, aber nein, das spielt halt möglich sowas nicht. Noch nicht. So, was hast du denn für einen Teppich da hingesetzt? Sag ich dir doch. Ich habe keine schönen Teppiche. Ja, dann setz keinen schönen Teppich. Nix. Der Teppich hat diese hässlichen Teppiche an. Größe. Ich will, glaube ich, keinen Teppich. Nein. Ich finde, da passt keiner rein. Auch wenn es ein bisschen steril vielleicht wirkt, aber... Naja, man kann ja nicht alles haben. Was haben wir denn noch an Elektrogeräten? So ein Fernseher wäre schon nice, ne? Ja, genau, ein Fernseher. Das ist eine gute Idee. Hier in die Bar. Dovi. Wie Dovi? Dovi, habe ich gesagt. Ja, zu spät. Nein, was? Irgendwas muss ich noch auf die Tische stellen, dann essen. Wie passt der Müller Kaffee. In das Eck? In so einem Kaffee sollte vielleicht ein Kaffee auf dem Tisch sein. Bei mir passt in meinen Barbereich überhaupt kein Fernseher hin. Nicht? Ich könnte den so seitlich an die Wand hängen vielleicht. Ja, doch, da. Ist eine gute Idee. Gut, dass man inzwischen gar nicht mehr da hinten rankommt. Ups. Ah, ein Wandfernseher. Nicht da. So, jetzt geht's doch. Den Stuhl tun wir mal weg. Ach, da hängt er doch total kacke.
und dafür hinten einen. Hängt der da besser? Nein, auch nicht wirklich. Aber im Restaurantbereich hat der nichts verloren. Was? So ein Fernseher. Wenn du meinst. Ja. Weißt du, aber meine Bilder dann nicht steril nennen, ne? Ist schon klar. Wie Bilder? Ja, dein Hamster im Krankenhaus. Das war schon die Härte. Du bist auch so ein Hamster im Krankenhaus, echt. Das sah cool aus, was ich da gerade gesehen habe. Oh, jetzt bin ich weg. Was könnte ich denn da mal hinsetzen? Ich versuche mal was aus. Wo war das denn? Super. War das nicht hier? War das hier drunter? Ja. Nein, es passt nicht. Toll. Wie kacke das aussieht. Was? Ich wollte einen Teppich über, also mehrere Teppiche für den Essbereich so machen, nur aber es müsste so einen Tee ergeben, aber es geht nicht. Oh. Ja. Du Arme. Ja. Okay, mit Teppichen, ne? Ich bin echt nicht sicher, also im Restaurant Teppich. Die kriegen da niemals Flecken raus, da ist nie Teppich drin. Nein, ich will noch kein Design malen, dankeschön. Wie, du willst kein Design malen? Nein, da bin ich ja 100 Jahre mit beschäftigt. Du hast es doch extra gelernt. Ja, aus Versehen. Wie aus Versehen? Na, aus Versehen halt. Dann kann ich auch das bessere Spülbecken nehmen. So, tschüss. Da hängen wir noch ein paar Bilder überall hin. Das gehört sich so, dann sieht es ein bisschen gemütlicher aus. Ja, richtig. Hier ist es. Genau das wollte ich, das Bugset. Wie ein Bugset. Ich meine, so ein Restaurant, ne, muss auf Anhieb gemütlich sein, sonst setzt man sich da doch gar nicht erst hin. Nee. Man kommt rein und denkt, ach, ist das schön hier. Und hier gibt es so viel Essen und Trinken. Ich muss ja andere Wände nehmen. Oh, meine Bar ist leer. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Da steht ja gar nichts drauf. Alter, wo ist Bier? So wie Bier? Ja, das ist eine Bar. In Animal Crossing gibt's bestimmt Bier. Ja. Nicht? Ja, ja. Warum denn nicht? Oh ja, die gleiche Tapete wie im Krankenhaus. Ich glaube, ich nehme die hier. So, kommt irgendwas. Aber guck, Cocktail gibt es. Heißt zwar Kindercocktail, aber immerhin besser als nix. Mhm. Nicht? Ja, warum gibt es keine richtigen alkoholischen Getränke? Kindercocktail da auch schon stehen. Komm schon, ich brauche was zu saufen, sonst halte ich das hier nicht aus. Gewürzständer zum Beispiel. Oh, come on. So, jetzt noch Sachen an die Wand hängen. Aber was? Trinkgeldschälchen, das ist süß. Das finde ich süß. Mini-Fernseher. Warum gibt's denn kein Bier und nix? Sag mir das! Weiß ich nicht. Wie doof dieser Mini-Fernseher. Aber man kann. Sonst gibt's nichts, um draufzustellen. Wo waren die Sachen drunter, Miriam? Was für Sachen? Ach, das ist ein Coffee to go, den will ich nicht. Ja, die Lampe sieht scheiße aus, ich hab's gemerkt. So Sachen, die man auf die Bar stellt. Was hast du bei dir draufgestellt? Auf die Bar? Ja, einen Kaffee und den Kindercocktail. Du bist mein Nachbarer, das hab ich auch. Ja, aber das habe ich schon von Anfang an da stehen. Und ein Blümchen habe ich, weil es schön aussieht. Ich habe gehört, das ist auch mal so, dass man ab und zu mal Blümchen auf dem Tresen hat. Ja, zum Essen. Was? Nein, das passt nicht zum Essen, doch, das ist zu eng. Noch was an die Wand hängen, an die Decke? Papierlampe. Es gibt keine schönen Lampen hier. Hm. Die ist gemütlich. Stimmt, Lampen. Lampen. Ja, Japanlampe, Papierlampe, Fernostlampe, Stofflampe, Lampe. Eine Lampe, mach so eine. Lüster. Ja, mach den. Blumenleuchter. Prachtkronleuchter, Disco-Kugel. Gibt's alles coole Zeug. Aber ich weiß nicht, welche Lampe da für dieses Restaurant passt. Doch, der Blumenleuchter ist richtig cool.
Nur sehe ich ihn leider nicht. Doch so. Jetzt müssen wir das nur versuchen. Dich wollte ich bestimmt nicht duplizieren. Oh, das ist aber gemein. Wie gemein. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, wenn ihr meine Beleuchtung hängt, bin ich auch fertig. Ja? Denke ich zumindest. Nein, nicht der Teppich. Nee. Mist, da ist die Werbung im Weg. Welche Werbung? Die Werbetafel. Ach so. So, da noch ein Lämpchen hin. Nicht das. Das ist so schwierig, diese Sachen, die oben hängen, irgendwie zu greifen. Ja, ja, habe ich ja schon gemerkt. Ich finde, das sieht voll schick aus hier in das Restaurant. Guckt euch mal an. Jetzt kann man ja mal, wenn man die Lampen aufhängt, sieht man ja so ein bisschen die Entfernung und so. Das sieht voll schick aus. Hier würde ich gerne essen gehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch voll Schnieke. Schnieke. Schnieke schick. Ja, also von mir aus. Ich bin zwar noch nicht ganz hundertprozentig glücklich damit, aber bevor wir da jetzt stundenlang im Detail rumfuchteln und du da nichts mehr zu tun hast oder ich da nicht mehr zu tun habe, würde ich sagen, reden wir mit Melinda. Okay, hallo Melinda. Hallo. Oh, bist du etwa schon fertig? Ich bin fertig. Fertig. Wunderbar, dann will ich mir das Resultat doch gleich mal ansehen. Na wehe, dir gefällt's nicht. Ja, wehe. Dann gibt's Ärger. Ja. Ihr könnt natürlich wieder in die Kommentare schreiben, welches Restaurant euch besser gefällt. Genau. Irgendwie lese ich aber zu oft, dass deins besser ist als meins. Nein, deins ist doch auch oft immer besser. Mhm. Kaffee. Ein Kaffee. Aha, und mit Bediensteten. Ja, Tom, warum ist Carlotta die Bedienstete bei mir? Nein, Tom Nook. Oh, Tom Nook isst bei mir den Cupcake. Der Hund ist Kassierer. Tom Nook kommt nicht an Melinda vorbei, die hinter der Kasse steht. Warum sind da nur Mitarbeiter von Tom Nook, die da gerade essen? Ja, weil die das doch nachstellen. Ach so. Da, in der Schule und im Krankenhaus war das doch auch so, dass die das nachgestellt haben quasi. Oh, guck dich das an, dieses leckere Kuchenzeug da hinten. Ja. Boah, hm. Sehen die Kuchen da drin schön aus. So richtig schön detailreich. Ja. Mm-hmm. Tom Nook hat eine Papierserviette auf seinem Tablett, das er die ganze Zeit rumträgt. Dann ist er der Bedienstete. Bei mir ist halt Carlotta die Bedienstete. Aber er hat nur eine Papierserviette da drauf. Ja, genau. Warum trägt er eine Papierserviette durch sein Restaurant? Service. Und wie fandest du? Unser lang ersehntes Kaffee ist endlich fertig. Ich kann es kaum erwarten, den einen oder anderen Nachmittag hier zu verbringen. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Stadtamt. Bis bald, Pamiri. Tschüss. Und was kann ich jetzt Neues? Oh, es gibt ein Foto. Ja. Nö, möchte ich nicht. Nein, habe ich gedrückt. Jetzt nimm's doch endlich an. Hm. Speichervorgang. Gucken wir uns das ganze Kaffee jetzt erstmal nochmal so an. Weiß ich nicht. Mit anderen. Gucken. Ja, ich meine, die Folge ist jetzt noch nicht ganz zu Ende, aber. Ja, stimmt. Bamiri, willkommen zurück. Danke, dass du dich so engagierst und um diese Zeit noch arbeitest. Das Büro hat schon geschlossen, darum schreib deinen Bericht und dann ab nach Hause. Und Bamiri, danke noch einmal. Nö, ich geh jetzt erst nochmal ins Kaffee. Genau. Angucken, wie das aussieht mit echten Leuten und nicht nur Tom Nook Personal. Hoffentlich haben die um diese Zeit noch offen. Geht doch weg. Ich will ins Kaffee. Das sieht voll klein aus. Das ist innen größer als außen. Ja, das ist eine TARDIS. Ja. Das ist ein Pferd. Aber wie cool, da kommt erst so eine Videoanimation. Dann können wir auch noch ins Krankenhaus gehen und uns das auch mal angucken. Katzi ist bei mir in der Kasse. Ah, bei mir sitzt die Katze und wartet auf ihr Essen. Oh, hier ist ein Ehepaar, was futtert. Oh, das ist mein Kaffee ab sofort. Niemand sitzt am Tresen. Kann man sich nicht an Tresen setzen? Doch. Cool. Stimmt, wie komme ich an die Tresenstühle? die habe ich nicht so weit genug auseinander gemacht. Okay. Ja, ich auch nicht, aber an die äußeren konnte man. Kann man denn irgendwie jetzt interagieren hier? Ja. Hallo? Man kann mit den Leuten reden. Oh, wirklich? Hallo? Mischka, vielen Dank für deinen Besuch. Übrigens bin ich nicht nur in Sachen Gastgewerbe-Supi, sondern auch beim Singen und Tanzen. Okay. Coole Sache, ihr habt ja ein schönes Restaurant. Wer hat denn das gebaut? So toll. Ja, wer hat das so schön gebaut? Meine Güte, ich hätte gerne ein Stück Kuchen. Komm schon, nimm dir auch einmal ein Stück Kuchen. Oder ich hätte gerne einen Schirm.
Okay, dann gehe ich jetzt auch ins Krankenhaus, wenn das Asymptom-Animation ist. Ja, genau. Gucken wir uns erstmal die Animation noch im Krankenhaus an. Würde ich sagen. Ja. Bist du schon im Krankenhaus? Ich mache jetzt die Tür auf. Nein, ich bin noch gerade aus dem Laden. Oh. Entschuldigung. Dobi. Hier sind irgendwie lauter kranke Leute, ich verstehe das ja, nicht. Ja, was? So viele Charaktere, die ich noch nie gesehen habe. Voll cool. Du kannst auch noch in jeden Raum reingehen. Ich finde nur diesen Getränkeautomaten total scheiße. Warum hast du den da reingestellt? Weiß ich auch nicht. Nur weil ich ihn reingestellt habe? Ja, genau deswegen. Oh. Hallo, ihr behandelt euch. Geh dann mal wieder. Entschuldigung, ich wollte nicht stören, Herr Doktor. Ja, bist du da reingegangen? Ich guck auch mal, was da so los ist. Hallo? Oh. Sorry. Hallo? Aber Arzt. Sie machen es richtig. Er lag auf der Liege und der Arzt stand daneben und hat sich Sachen notiert. Die Ärztin, müssen die Tabletten hier vor oder nach der Mahlzeit eingenommen werden? Ich kann es mir nie merken. Das ist Hallo? Toll, der Arzt. Hier ist niemand drin. Hallo, hier ist nur eine Schwester. Wie? Oh nein, das sind zwei Kranke. Ah. Ich dachte gerade schon, hier wäre nur eine Schwester. Ja, ist schön, mal das Ganze in Action zu erleben mit den ganzen kranken Leuten hier. Oh ja, das ist schön. So, dann gehen wir jetzt aber, ich muss noch einmal kurz in meinen Ballsaal. Dein Ballsaal? Das Krankenhauszimmer mit Hamster. So. Oh, ihr armen Kranken. Bei mir sind alle Betten belegt. Ich glaube, ich muss anbauen. Bei mir sind nur zwei Betten belegt von fünf. Bei mir sind von drei Betten alle drei Betten belegt. Na gut. So. Dann gehen wir jetzt zurück. Tagesbericht schreiben. Ja. Ich stehe schon vor Immunook. Ja. Aber für euch war es das dann für heute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Guckt bei Miri vorbei, wenn ihr das oder bei Baloui aus ihrer Perspektive sehen wollt. Aber und ihr seht es ja sowieso unten in der eben, Ecke. Habt ihr immer so klein, wobei es größer anders wirkt, als wenn es klein ist. Ja, richtig. Was soll man noch sagen? Wir hoffen wirklich, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Lust habt, schaltet morgen wieder ein. Genau. In dem Sinne, haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.